Eine Woche haben wir schon. Hast du das schon erlebt, was wir miteinander gelesen haben? Hast du sein Wirken in deinem Leben schon wahrgenommen? Und selbst wenn nicht, dann gibt dir auch die Zeit, gibt dir das, dass man da drin einwachsen muss. Und die Bibel spricht dir davon, dass das ganz wichtig ist, dass es im Herzen mal anfängt. Und wenn wir unser Herz anschauen, dann ist ja das ein cooles Organ eigentlich. Und die Bibel sagt, das Herz, von dem geht das Leben aus. Vom Herzen. Da quillt alles außer. Und vielleicht kennst du das, bei mir ist es so, ich bin einer, der ziemlich fußballbegeistert ist, ja? Ich schaue ziemlich viel, ich informiere mich ziemlich viel und ich kann immer davon reden, immer die Storys erzählen, was gerade los ist. Und das nimmt mich ein, von dem rede ich dann auch gern. Und die Frage ist, was lasse ich in mein Herz rein? Weil es gibt natürlich auch Dinge, die mein Leben in einer negativen Sache beeinflussen. Vielleicht wird der Geld ganz, ganz wichtig. Vielleicht Marken, Sachen, die du haben konntest, sodass du vielleicht manche Dinge sogar aus den Augen verlierst, für das, was wirklich wichtig ist im Leben. Und darum ist es so wichtig, dass wir sich die Zeit nehmen, dass wir in seinem Wort nachschlagen. Dass wir die Gemeinschaft, so kurz auch geht in der Zeit, nutzen, dass wir sie motivieren, dass wir dranbleiben. Wenn ich den ganzen Tag zocke, dann werde ich auch vor meinen Freunden nur über das reden, was ich gespielt habe. Wenn ich den ganzen Tag am Handy hänge, dann beschäftige ich mich mit dem, was vielleicht in meinen sozialen Kanälen los ist. Und vielleicht verpasse ich sogar ein Stück weit das Schöne, was draußen los ist oder was meine Freunde machen. Darum sagt die Bibel auch, behüte das, was da drinnen ist. Bewahr das, dass das Herz die guten Dinge ausgibt. Und die Bibel sagt, wir sind es, wir sind Licht in dieser Welt. Und das ist die Frage. Was tust du mit der Info? Was lässt du in dein Herz rein? Von was geht dein Reden und dein Tun über? Und das sind die Themen auch für die nächste Woche.